Mahlzeit Leute, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr im Dämmerungsstrike Rang aufsteigt und wie ihr dann schlussendlich Level 14 werdet, um die schöne Shotgun bei Zavala kaufen zu können. Ist die Shotgun besonders gut, fragen sich jetzt sicherlich welche. Nun, zunächst ist sie Meisterwerkstufe 10 und geht dabei auf Reichweite, was schon mal sehr gut ist. Die Shotgun an sich ist auch gut, unabhängig von den Perks, man kann sie definitiv spielen, auch wenn sie ihr zum Beispiel aus Zavalas Paketen bekommt. Die Perks, die die Waffe hat, sind zwar kein God Roll, was aber auch gut ist, denn God Roll muss man sich gefälligst selbst erfarmen. Sie hat aber Voll Choke, was eigentlich Pflicht auf einer Shotgun sein sollte, denn der Perk ist so etwas wie die Sardinenbüchse aus Destiny 1 und sorgt dafür, dass die Projektile enger zusammenfliegen und somit den Gegner besser treffen. Vollautomatisch ist auch nicht übel, unbewegliche Zielscheibe ist auch nicht schlecht, jedenfalls so wie ich finde, sind wie gesagt nicht die God Rolls, aber es ist definitiv eine sehr, sehr solide Shotgun, sollte man sich also nicht entgehen lassen, wenn man noch keine God Roll Shotgun am Start hat. Nun aber zum eigentlichen Thema, wie wird man denn Stufe 14 in der Dämmerung? Wir haben hier das Emblem, was uns dann die Stufe sozusagen anzeigt und auf diesem Emblem ist dann irgendeine Kommazahl angezeigt und man weiß nicht so recht, was sie denn überhaupt bedeutet und wie sie überhaupt zustande kommt. Hier nun die Erklärung. Es werden immer die Highscores eurer Dämmerungen gewertet. Einfaches Beispiel, wenn ihr in einer Dämmerung A den Highscore 150.000 habt, dann wird euch das Emblem eine 1,5 anzeigen. Die Kommastelle rutscht sozusagen einfach nach vorn, also die Nullen werden weggestrichen und die Kommastelle rutscht nach vorn. Von 150.000 auf 1,5 sollte sich jeder vorstellen können. Wenn ihr jetzt in der Dämmerung B, also einer anderen Dämmerung, 100.000 erreicht, dann sind das ja 1,0, selbes Prinzip, die dann zu den 1,5 aus der Dämmerung A dazu addiert werden. So dass ihr nun auf dem Emblem eine 2,5 zu stehen habt. Spielt ihr jetzt eine Erweiterung Dämmerung C, dann steigt eure Zahl auf dem Emblem wieder um gewisse Punkte, je nachdem wie euer Highscore in der Dämmerung C aussieht. Es gibt insgesamt 14 verschiedene Dämmerungen, wenn ihr also in jeder Dämmerung 100.000 Punkte als Highscore erreicht, seid ihr auf Level 14 bzw. habt eine 14,0 stehen. Ihr könnt aber natürlich auch 7 verschiedene Dämmerungen mit 200.000 abschließen und habt dann auch eine 14,0 stehen. Die Realität sieht dann aber natürlich so aus, dass man dann irgendwie in jeder Dämmerung 110.000 und mal 138.000 oder mal 152.000 hat, sodass man am Ende dann eh nur 10 bis 12 Dämmerungen braucht. Es ist also wichtig, an der Stelle festzuhalten, dass man nicht alle Dämmerungen spielen muss, sondern wie gesagt in verschiedenen Dämmerungen verschiedene Highscores erreicht hat und diese werden zusammenaddiert und man dann insgesamt am Ende auf eine 14,0 kommen muss, beziehungsweise man muss insgesamt in Dämmerungen 14 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, oder 1,4 Millionen Punkte erreichen, genau, fassen wir also nochmal hier ganz kurz zusammen. Das Emblem wertet immer eure bisherige Höchstpunktzahl in einer Dämmerung. Für jede verschiedene Dämmerung werden eure Punktzahlen aufaddiert. Ihr müsst aber keine Angst haben, wenn ihr in einer Dämmerung, wo ihr bereits einen hohen Highscore hattet, dann weniger Punkte bekommt, wenn ihr das beispielsweise ein zweites Mal spielt, dass dann eure Zahl auf dem Emblem sinkt. Das ist nicht so. Es zählt immer die höchste Punktzahl, die ihr in der Season 4 je erreicht habt. Es ist leider nicht ohne weiteres einsehbar, in welcher Dämmerung ihr bisher wie viele Punkte hattet, denn die Embleme in eurer Sammlung zeigen euch zwar die Highscores der Dämmerungen an, aber diese Highscores sind über alle Seasons übergreifend. Wenn ihr also vor 6 Monaten in einem Strike 200.000 hattet, zählt es nicht für das Emblem, denn der Highscore muss in der Season 4 stattfinden, also seitdem Forsaken veröffentlicht wurde. Da hilft eigentlich nur ein kleiner Zettel, den ihr irgendwo neben der PlayStation rumliegen habt oder neben eurem PC oder neben eurer Xbox, wer jetzt hier keinen diskriminieren, und dann Woche für Woche euch dann einfach aufschreibt, in welcher Dämmerung ihr wie viele Punkte hattet, sodass ihr einen Überblick habt, okay, die Dämmerung hatten wir noch nicht, kommt Jungs, die machen wir, damit wir da Rang 14 kommen oder einen Schritt weiter vorankommen. So, ansonsten hoffe ich, dass ich euch das hier gut und verständlich erklären konnte. Falls ihr noch Fragen habt, immer in die Kommentare damit. Und ja, das ist eigentlich auch schon das ganze Rätsel hinter dem Dämmerungsrang. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hierbei helfen. Eine Bewertung ist immer sehr willkommen und würde mich sehr unterstützen. Wenn ihr mehr informative Destiny-Videos sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Es ist kostenlos, supportet mich.
und ist einfach eine nette Sache. In diesem Sinne, bis zum hoffentlich nächsten Mal auf Vinero TV.